Rund 900 Personen gelten in Nordrhein-Westfalen als vermisst. Auf ihrer Streifenfahrt durch die Innenstadt Duisburgs fahnden die Schutzpolizisten der Vermisstenstelle Hanna Held und Michael Smolik nach verschwundenen Angehörigen. Die Beamten legen einen Halt ein, weil eine wutentbrannte Ladeninhaberin einen Eimer Wasser über zwei Fußballfans entleert. Was? Willst du oder was? Nein. Ja, was? Morgen. Die Polizei hier. So was habe ich noch nie gesehen. Hören Sie mir mal zu, was ist denn hier los? Ja. Wer sind Sie? Ja, ich bin die Inhaberin dieser Boutique. Mann, unbescheuert. Und gucken Sie sich das an. Und kennen Sie sich? Nein, ich kenne diese Leute nicht. Ich will sie auch nicht kennen. Darf ich rein? Okay, Sie dürfen meinen. Wir kommen nachher noch mal zu Ihnen erstmal. Ja, danke. Das ist unmöglich. Ja. Das kann nicht wahr sein. Und ihr beiden Sportsfreunde habt hier ein bisschen Nickerchen gehalten auf der Straße oder was? Ja, bisschen zu viel gekippt gestern? Nee, überhaupt nicht so viel. Wissen wir haben überhaupt nicht so viel. Nee. Wisst ihr nicht? Wissen die gar nichts? Nee. Was ist das Letzte, was ihr euch ein... Warte mal, wo ist der Volker? Welcher also, Volker? Wir haben nur zwei gelegen. Volker ist mein Bruder. Oh Gott. Edda, die wird mir den Kopf abhacken. Wer ist denn Edda? Edda ist meine Schwägerin, ist die Frau von meinem Bruder. Und der habe ich versprochen, auf den Volker aufzupassen. Der hat eine Autoimmunkrankheit. Und wenn der jetzt weg ist, na, er ist ja weg. Kalt. Er ist ja scheinbar weg. Okay, was ist denn das Letzte, an was Sie sich erinnern können? Wir haben gestern ein Spiel in der Kneipe vom MSV geguckt. Und dann sind wir mit der Bahn zurückgefahren, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ein bisschen mehr als Alkohol gewesen, vielleicht Drogen oder sowas? Nee, Drogen überhaupt nicht. Ich meine, man hat ja nicht einfach so einen Filmriss. Also, wie gesagt, können wir nicht irgendwie gucken, dass wir den Volker irgendwie... Wie wäre es, wenn Sie vielleicht mal anrufen? Das wäre mal die erste Alternative, hä? Es gehört zur alltäglichen Polizeiarbeit, dass wir immer mal wieder betrunkene Personen auf der Straße auffinden, die dann ihren Rausch ausschlafen. In der Regel auch was Harmloses. Aber in dem Fall ist es anders. Die waren zunächst zu dritt. Jetzt fehlt der Volker Berger. Der hat eine ernstzunehmende Krankheit und deswegen müssen wir ihn jetzt wirklich zeitnah finden. Der Bruder Volker Berger hatte mit seinen Angehörigen abgesprochen, dass er wegen seiner Krankheit immer erreichbar ist. Doch sein Handy ist aus. Zu Hause ist der 48-Jährige nicht aufgetaucht. Braucht er Hilfe? Hanna Held bittet auch seine Frau Edda und Tochter Hanna für nähere Informationen auf die Wache. Gut, dann wollen wir einen Alkoholtest machen? Genau, Alkoholtest, Drogentest. Kann man am besten. Ja, aber es kann ja sein, dass Ihnen auch einer irgendwas eingeflößt hat, man weiß es nicht. Kommen Sie mal mit. Also hopp. Anfänglich war das hier eine harmlose Sache. Die zwei Sportsfreunde haben auf der Straße genächtigt. Hat sich zu einem Vermisstenfall entwickelt. Der Volker Berger wird vermisst. Und es ist wichtig, dass wir ihn finden, weil er leidet an einer ernstzunehmenden Krankheit. Er braucht Medikamente. Und jetzt gilt es herauszufinden, wo er ist. Und an der Wache werden wir seine Frau auch befragen und alles weiter klären. Kriminalhauptkommissarin Sandra Fromme übernimmt die Befragung der Tochter und der Ehefrau. Für die sechsköpfige Spezialeinheit heißt es jetzt, eine Fahndung rausgeben und Volker Bergers Umfeld durchleuchten. Warum war der Autoimmunerkrankte nach dem Fußballspiel weiterhin mit seinem Bruder und seinem Kumpel zusammen? Beim Anblick der restalkoholisierten Freunde kann die Ehefrau vor Angst um ihren verschwundenen Mann kaum an sich halten. Wie könnt ihr nur so schlimm feiern gehen mit dem Volker? Ich glaube das einfach nicht. Wo ist er denn? Was ist passiert? Ich weiß nicht, wo er ist. Kann doch nicht wahr sein. Du hast mir versprochen, auf ihn aufzupassen. Was ist passiert? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Also wir waren gestern zusammen in der Kneipe, haben uns das Spiel vom MSV angeschaut. Und danach ist bei mir zappenduster. Da kommt auch nichts. Also, und bei Ihnen? Filmriss. Ich weiß nur, dass er auf der Straße aufgesehen. Mehr weiß ich auch nicht. Wie war er denn drauf? Können Sie das noch irgendwie beschreiben? War irgendwas Volker, anderes? Volker war ziemlich fertig und hat sich die Kante gegeben. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Und wieso war er schlecht drauf? Ich glaube, dazu kann ich was sagen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Wir sind gestern ziemlich aneinander geraten. Ich habe ihm gesagt, dass ich nach Münster ziehen will zu meinem Freund. Und Mann, vielleicht war das ein Fehler, aber ich habe nach dem ganzen Kack mit der Krankheit musste ich einfach mal mein Leben leben. Was ist das genau für eine Krankheit und inwieweit ist die jetzt wichtig? Geht es um Medikamente? Ja, letztes Jahr wurde eine Autoimmunerkrankung bei ihm festgestellt und natürlich muss er Medikamente nehmen. Ich glaube nicht, dass sich das mit dem Alkohol so gut verträgt. Deshalb müssen Sie sich bitte beeilen, ihn zu finden. Da zählt jede Minute. Er kann irgendwo in der Gosse liegen und keiner bemerkt was. Ja. Der Mann ist krank. Ja, beruhigen Sie sich.
Wir werden alles in die Wege leiten. Auf jeden Fall werden die Krankenhäuser abtelefoniert. Wir werden die Fahndung einleiten. Es ist ganz wichtig, dass wir den Herrn Berger jetzt möglichst schnell finden. Wir wissen von seiner Krankheit. Er braucht Medikamente. Und wir haben keine Ahnung, wie die Wechselwirkungen mit Drogen womöglich oder dem Alkohol sind. Es kann sein, dass er irgendwie ohnmächtig ist. Also sein Gesundheitszustand ist im Moment fraglich. Deswegen müssen wir ihn sofort finden. Dass der Streit zwischen Vater und Tochter Berger was mit seinem Verschwinden zu tun hat, das halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass der Filmriss irgendwie damit zusammenhängt. Wie geht es Volker Berger? Hat er auch einen Blackout? Falls der Bruder und der Freund des Vermissten Rauschmittel in ihrem Blut haben, könnte auch Eddas kranker Ehemann unter Betäubungsmitteln stehen. Immerhin waren die drei Männer zuerst zusammen unterwegs, bevor er vor etwa 8 Stunden verschwand. So, die Ergebnisse von Ihren Bluttests sind da. Ich würde Sie da mal bitten, ganz kurz draußen zu warten, damit ich das mit den Herren besprechen kann. Nö, hier geht's um meinen Mann. Also hier bleibe ich jetzt dabei. Ja, das hat datenschutzrechtliche Gründe. Ich darf das den Herren nicht mitteilen, solange Sie dabei sind. Lassen Sie ruhig dabei. Wir wissen doch, wie der Test ausgefallen ist. Negativ. So negativ ist der Test nämlich tatsächlich nicht ausgefallen. Es wurde bei Ihnen beiden im Blut Ketamin festgestellt. Das ist ein Narkosemittel, das im Allgemeinen in der Tiermedizin Verwendung findet. Das ist ein schmerzlinderndes Mittel und bei Überdosierung kann das zur Bewusstlosigkeit führen. Wir haben noch nie. Wie seid ihr denn an Drogen gekommen? Wo habt ihr die denn her? Frau Berger. Seid ihr völlig durchgedreht? Ich kann Sie verstehen, auch Ihren Unmut, aber wir müssen einfach jetzt ganz schnell Fakten sammeln, damit wir Ihren Mann finden. Sie sagen, Sie haben keine Drogen genommen. Nein. Also bewusst auf jeden Fall nicht. Noch nie. Dieses Ketamin wird auch als K.O.-Tropfen eingesetzt. Also es ist nicht auszuschließen, dass man Ihnen das im wahrsten Sinne des Wortes untergejubelt hat. Vielleicht schauen Sie einfach mal nach. Gibt es irgendwelche Hinweise, wo Sie sich aufgehalten haben? Kassenbons, Eintrittskarten, Fahrscheine aus den öffentlichen Verkehrsmitteln. Suchen Sie doch einfach mal. Vielleicht haben Sie noch irgendwas in Ihren Taschen. Ob die beiden nichts von dem Ketamin gewusst haben, das können wir im Moment noch nicht sagen. Wir müssen aber davon ausgehen, dass wenn Ihnen diese Drogen untergemischt wurden, auch Volker Berger diese genommen hat. Deswegen müssen wir ganz, ganz schnell herausfinden, wer das war und wo wir suchen können. Kaum auszudenken, wie es dem Familienvater geht, sollte er ebenfalls unter Drogen stehen. Sein Freund Andi findet einen bedrohlichen Hinweis in der Bildergalerie seines Handys. Zeigen Sie mal. Ich habe ein Video. Legen Sie es mal auf den Tisch, dann können wir alle gucken. Das gibt's doch nicht. Das sind Geldscheine. Naja. Was macht ihr da? Alles klar. Ich weiß zwar nicht wo, aber irgendjemand hat uns da rausgeworfen. Das daran können Sie sich noch erinnern. So langsam, darf ich mal ein bisschen weiter gucken, ob Sie noch wieso, mehr wieso haben? Wieso werft ihr da mit Geld durch die Gegend? Was? Ich kann es noch nicht erinnern, ich weiß es nicht. Also es sieht so aus, als ob Ihr Mann irgendwie Geld gewonnen hat. Was? Immerhin, was wir auf jeden Fall jetzt schon mal wissen, um 22.20 Uhr waren Sie drei noch zusammen. Und was ich hier jetzt erkennen kann, Sie sind in einer Spielothek gewesen, Lass Duisburg, die ist mir übrigens bekannt. Ich werde jetzt sofort eine Streife dahin schicken. Darf ich das Handy jetzt erstmal behalten? Ja? Die sollen sich mal mit dem Personal unterhalten, da vor Ort. Vielleicht können die sich an Sie erinnern, weil Sie sind ja auch ein bisschen auffälliger. Die Vermisstenfahndung nach Volker Berger ist raus. Wir haben auch die Ergebnisse von den Bluttests bekommen. Die sind positiv auf Ketamin getestet worden. Wir gehen zurzeit davon aus, dass den drei Fußballfans die Droge untergemischt wurde. Wir haben ein Video gesehen, wo die drei ausgelassen gefeiert haben in einer Spielothek mit sehr viel Geld, das sie vielleicht gewonnen haben. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine Streife dorthin schicken. Die sollen sich mit dem Personal unterhalten, ob sie die gestern dort gesehen haben und was sie dann womöglich danach gemacht haben. Die Tochter des Vermissten schickt Sandra Fromme indessen nach Hause, falls ihr Vater dort auftaucht. Ist Volker Berger unter Drogeneinfluss zusammengebrochen? Hanna Held kommt mit interessanten Auskünften aus der Spielothek zurück. Der Besitzer konnte sich nur allzu gut an die drei feierfreudigen Fußballfans erinnern. Ihr Mann und Sie beide waren gestern in der Spielothek, haben da richtig Ramazamba gemacht, lautstark. Und dann irgendwann haben Sie noch einen Jackpot gewonnen von 1.300 €. Super, ist das Geld? Und, ja, waren alkoholisiert von Drogen, hat er nichts gesagt. Also das ist die Aussage, wohin Sie letztendlich verschwunden sind, hat er nicht gesehen. Was noch da hinterhergeworfen hat, da irgendwas mit Tattoos, dass Sie sich irgendwie über Tattoos unterhalten haben. Aber haben Sie denn schon mal abgecheckt, ob Sie neue Tattoos haben? Wenn ich mir noch ein Tattoo abstechen lassen, dann schmeiß mich meine Frau aber achtkantig heraus. Aber ach du Schande. Nee, guck dir das mal an.
Ja, super, Michi. Das gibt Theater mit Petra. Das sieht richtig geil aus, Alter. Wie, das sieht richtig geil aus? Meine Petra, die schmeißt mich achtkantig aus dem Haus raus. Ich und die stehe auf der Straße. Guck du doch mal nach, ob du vielleicht auch so ein schönes rotes Herz hast. Na, Sie können ja auch mal nachgucken. Also. Kann ich ja machen, ich glaube nicht, dass ich was finde. Sie dürfen sonst auch gerne rausgehen, falls es an irgendwelchen Stellen Tattoos gibt, wo Sie jetzt sich nicht hier vor uns entkleiden möchten. Ein seriöser Tätowierer würde vermutlich keine betrunkene Person tätowieren, schon aus einer Fürsorgepflicht heraus. Aber wer weiß, in welchem Hinterhof-Tattoo-Studio die gelandet sind nach 22.30 Uhr. Haha, wie geil ist das denn? Sieht überhaupt nicht aus wie Sabine. Da wäre ich aber gerne dabei, wenn ihr das zeigt. Beruhigen Sie sich mal, setzen Sie sich mal wieder hier hin. Lassen Sie kurz mal die Polizei ermitteln. Also, er ist auch. Das finde ich, sieht aber nicht nach einem Tattoo aus. Nein, das ist nicht so kräftig. Das ist definitiv eher ein Stempel. Das kommt mir sogar ein bisschen bekannt vor. Ich darf das mal abfotografieren. DT steht da unten noch so leicht verschwommen drauf. Ich kenne auch das Logo. Ich werde das mal eben in die Suchmaschine eingeben. Und dann schauen wir mal. Setzen Sie sich mal wieder. Ah ja. Was ist das denn? Da habe ich auch schon einen Treffer. Also so wie es aussieht, sind Sie gestern Abend noch in einem Stripclub gewesen. Downtown Duisburg. Sie dürfen auch gerne mal schauen. Kommt da irgendwie Erinnerung bei Ihnen auf? Nein? Nee, gar nicht. Ich war noch nicht drin. Das ist runter, das ganze Jahr jetzt noch. Die Straße ist genau da in der Nähe. Haben wir die heute Morgen aufgegriffen heute. Ah ja. Dann haben Sie es vielleicht von da noch mal rausgeschafft und dann nicht mehr weiter. Wir haben den Beteiligten im vermissten Fall Berger ja einige Informationen geben können und auch neue gewonnen. Sie haben sehr viel Geld gewonnen in der Spielothek, da Bambule gemacht, dann sind Sie da rausgeflogen, sind anscheinend noch in ein Tattoo-Studio und der Herr Michi Berger, also der Bruder von unserem Vermissten, hat sich dort ein Tattoo stechen lassen. Bei dem Herrn Novak haben wir einen Stempel gefunden. Dieser Stempel hat uns zu einem Strip-Lokal geführt. Da werden wir jetzt auf jeden Fall hinfahren und schauen, ob wir da weitere Informationen bekommen.